Ja, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Irgendwie wird das heute scheinbar der Tag der vielen kleinen Einspieler. Wir haben jetzt zwar spät am Abend, aber ich musste trotzdem mal aufnehmen. Und zwar habe ich jetzt hier die ganze Zeit gestanden und geangelt. Und wir sind jetzt auf Level 7 hochgekommen. Allerdings habe ich auch was dabei gefunden. Das war eine Kiste. Die hat sich jetzt allerdings direkt geöffnet. Und in dieser Kiste war ein seltsames Relikt. Ein seltsames Relikt, das du beim Fischen gefunden hast, also beim Angeln. Vielleicht weiß einer der Dorfbewohner, was es ist. Sieht aus wie ein Angelhaken, also könnten wir direkt mal den Einer hinter uns fragen. Ja, und dann habe ich ja, ich glaube, in dem kurzen Clip davor habe ich ja dann auch nochmal gesagt, dass wir noch einen anderen Questgegenstand hier bekommen haben. Die wollte ich mal lesen. So, und da steht jetzt einmal Milch, ein Flur. Ist das nicht Mehl gewesen? Ein Ei und ein süßes Blatt müsste das sein. Die brauchen wir dafür. Da steht allerdings kaufen. Ich glaube nicht, dass ich das kaufen muss, sondern ich denke mal, dass jemand anders, ne, dass das eine Einkaufsliste ist. Also gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich unseren Koch betrifft. Ich hoffe, der ist gleich noch wach. Ich rede erstmal kurz mit Aina. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass man größere Fische oft mit Nahrung anlocken muss, die sie normalerweise fressen, um sie fangen zu können. Vielleicht haben sie auch schon bemerkt, dass viele Fischarten Glühwürmchen als Futter sehr mögen. Daraus habe ich den Schluss gezogen, dass sie vielleicht ihre eigenen Glühwürmchen züchten möchten. Ja, immer noch. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Ihre eigene Glühwürmchenzucht einrichten können. Wenn Sie sie nicht als Köder verwenden können, haben Sie vielleicht trotzdem Spaß daran, Glühwürmchen zu züchten, um ihnen Gesellschaft zu leisten. Ich finde, Würmer sind durchaus adäquate Haustiere. Okay. Plan edle Angelrute. Da müsste ich auch mal gucken. Ein bisschen was habe ich ja wieder zusammengefarmt. Und ich habe noch was anderes. Das werden wir uns auch gleich noch angucken, wenn wir nach Hause gehen. Was war das mit der Stimmgabel eigentlich? 15 Minuten lang Angelstellen aufzuspüren. Naja, gut, okay. Das ist jetzt nicht so. Aber das mit dem Plan mit der Glühwürmchenkiste, den muss ich mir auf jeden Fall erstmal mitnehmen. So, und eigentlich würde ich ihn auch gerne wegen dem Relikt fragen. Aber ich kann ihn nur wegen Dokumenten fragen. Ich denke mal aber, dass das für einen Koch ist. Aber ich glaube, da kann man immer mehrere Leute fragen. Ich habe ein altes Dokument gefunden. Da diese Liste leider keine Fischarten zu enthalten scheint, kann ich nicht erkennen, was dieses Rezept ergibt. Vielleicht weiß es Hekla besser. Okay. I must focus on my work. Ja, also er sagt jetzt Hekla. Ich hätte jetzt eher den Koch hier, diesen Ref, heißt er, glaube ich, im Kopf gehabt. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil das ja eine Einkaufsliste ist, ne? Und ich meine, Hekla, Einkaufsliste, weiß ich nicht. Hekla können wir aber auch gleich nochmal gucken. Die müsste ja theoretisch mit Gina nachts noch unterwegs sein. Jetzt ist die Frage, kriegen wir ihn jetzt noch eingeholt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, 100 ist nicht so weit. Grand Wolf, schöne Grüße auf diesem Wege. Das ist ein cooler Name. Hier ist er. What can I do you for? Ah. Ich muss schon sagen, du kochst mittlerweile ziemlich gut. Klar, ich war schließlich dein Mentor. Wow. Und als dein Illustra-Mentor habe ich ein neues Rezept für dich zum Ausprobieren. Los, sieh es dir an. Okay. Wir haben übrigens jetzt einige Sachen, das habe ich jetzt dummerweise offline gemacht, ich doof. Ich hatte den Entwurf, ich glaube noch mit laufender Aufnahme, ich bin mir nicht sicher, vom Standardofen von der Mischstation. Planvorbereitung ist klar. Und vom Standardherd hatte ich geholt. 1000 kostet das. Oh, benötigt nur einmal Bratöl? Wollte mich hier. Nee, Moment, doch, rohes Fleisch. Der zeigt alles an, ne? Der zeigt alles. Da braucht man nur Bratöl für. Und hat 250 Fokuspunkte. Ja, dann hole ich mir das doch mal. Weil das interessiert mich dann jetzt doch.
Müssen wir mal gucken. So, was kann ich mit Milch, Mehl, Eiern und Süßblatt machen? Das klingt, als würde es eine ziemlich dicke Suppe ergeben. Okay, ich denke mal nicht, dass er was über die Einzigkeit weiß. Was weißt du über die Einzigkeit? Über die Einzigkeit, hm? Tut mir leid, aber darüber weiß ich eigentlich nichts. Dieses Galdur-Zeug geht mir immer völlig am Arsch vorbei. Man darf doch nicht fluchen auf YouTube, hallo? Ein Gespräch, wie aufregend. Worüber sollen wir in dieser kleinen Unterhaltung diesen Tête-à-Tête, diesen Gedankenaustausch reden? Hallo? Mach den Mund wieder zu. Wenn Ihnen die Themen ausgehen, darf ich Ihnen eine Suppe vorschlagen. Mhm. Gut. Tisch, mit dir reden wir auch nochmal schnell. Hi, was kann ich für dich tun? Kannst du nicht einschlafen? Ich auch nicht. Es fällt mir schwer, innere Ruhe zu finden. Ich stecke so voller Ideen. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich glaube aber nicht, dass die irgendwas über die Einzigkeit weiß. Ich gehe jetzt nochmal eben schauen, in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht sich hingelegt hat. Tolle Sätze habe ich heute, ne? Ach so, hier unten haben wir auch noch irgendwas. Ich weiß aber nicht so genau, was das ist. Ich habe schon überlegt, ob das irgendwas mit der Tür zu tun hat. Die ich... Moment, hier ist Hekle. Ah, da ist Gina. Ob das was mit der Tür zu tun hat, mit diesem Löse, das zweite Rätsel, müsste ich mal ausprobieren, weil mir ist das leider erst sehr spät aufgefallen, dass da ein Kreis drauf ist, beziehungsweise der war auch nicht von Anfang an drauf. Mhm. Wie kann ich mich heute um dich kümmern? Ich habe ein altes Dokument gefunden. Lass mich sehen. Ah, ja. Das sind die Zutaten für menschliche Makarons. Makarons sind bei den Magiri eine ziemliche Delikatesse, weil sie seltene Zutaten enthalten und ziemlich schwierig herzustellen sind. Seltene Zutaten? Aber ich erinnere mich, dass sie zu Zeiten der Menschheit weit verbreitet waren. Die Menschen der Antike hatten Technologien entwickelt, die ihnen ermöglichten, das Dessert mit viel einfacheren Zutaten genauso gut schmecken zu lassen. Vielleicht solltest du das Rezept selbst ausprobieren. Als Mensch findest du es vielleicht sogar einfach. Ah, das ist aber super, weil wir können das Rezept jetzt machen. Sehr schön. Du weißt doch bestimmt, was die Einzigkeit ist. Aber natürlich. Ich spüre es immer, wenn ich mit Gina dabei helfe, zu einer wunderbaren jungen Frau zu werden. Ich bin froh, dass die Bücherei so weit von unserem Haus entfernt ist. Dadurch erreicht Gina ihre täglich empfohlene Menge an Schritten. Gina erwähnte einen Fisch namens Sonnenbarsch, den sie gerne näher untersuchen würde. Unter uns gesagt, handelt es sich dabei um nichts Besonderes. Aber ich denke, Gina sollte das am besten selber lernen. I must return to my Gina. Ah, okay. Ach du Schande, Eloise hat auch... Oh Gott, die haben ja alle was für mich heute. Just the person I was hoping to see. Ja. Weißt du, was das ist? Es war richtig von dir, mir das zu bringen. Die Runen an der Seite sehen menschlich aus. Leider kann ich sie nicht übersetzen. Vielleicht könntest du nachsehen, ob Kaleri in der Bibliothek ein paar Bücher dazu hat. Ich krieg die ja nicht. Mach dir keine Sorgen, wenn du merkst, dass Hekla dich ein bisschen komisch ansieht. Sie weiß, dass wir uns näher kommen und sie hat einen Beschützerinstinkt. Sie hat Angst, dass du meine Gefühle verletzen könntest. Aber keine Sorge, ich weiß, dass du das nicht tun wirst. Eloisa meint, dass ich nach Grimalkin aussehe. Was denkst du? Nach was? Grimalkin? Dieses Gerät sieht für mich nicht nach Grimalkin aus. Die Runen an der Seite sind definitiv menschlich. Leider kann ich nichts weiteres identifizieren. Vielleicht kann dir Kaleri in der Bibliothek helfen. Ja, das hatten wir schon mal. Ich frage sie auch mal wegen der Einzigkeit. Du hast also mit einer gesprochen. Die Einzigkeit ist, wie soll ich das sagen? Das Gefühl, dass du das Leben lebst, das du leben sollst. Dass du deine Bestimmung erfüllst. Im Gegensatz zu den Menschen und den Magiri wurden die Galdurs nämlich mit einem bestimmten Ziel vor Augen gebaut oder mit einem bestimmten Zweck. Und diesen Zweck zu erfüllen, macht sie zufrieden.
Und unter uns, ich finde, dass sie damit ziemlich Glück haben. Manchmal wünschte ich, ich hätte eine Einzigkeit. Ist Archäologie nicht deine Einzigkeit? Nein, Archäologie ist nicht meine Einzigkeit. Sie ist mein Weg. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Ein Galdo wird im Wissen um sein Einssein erschaffen. Es ist ein grundlegender Teil dessen, was sie sind. Majiri werden ohne Weg geboren. Wir entscheiden uns für einen, wenn wir volljährig werden. Und natürlich gibt es dem Leben einen Sinn, wenn man einem Weg folgt. Aber das Problem bei allen Entscheidungen ist, dass es immer möglich ist, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich wollte dich nicht mit meinen Existenzängsten belästigen. Irgendein Outro. Ich weiß, dass du nicht danach gefragt hast. Nö, aber das ist, ne? Ich höre gerne zu. Die hat schon wieder ein Fragezeichen. Wollt ihr mich hier veräppeln? Sie hat wieder ein Fragezeichen, aber ich kann nichts mehr... Oder ist das immer noch ein Fragezeichen? Ich bin mir nicht sicher. Das Buch hatte ich schon mal gelesen. Ich bin mir nicht sicher, worum es da jetzt geht. Ein vollständiges Handbuch für den Gebrauch des Majiri der höflichen Gesellschaft. Lag hier irgendwann rum. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Also ob uns das irgendwie was bringt oder nicht bringt. Gut, die ist jetzt, die ist weg, ne? Wir können jetzt gar nicht fragen wegen dem Buch. Aber ich kann... Achso, die Einzigkeit. Zurück zu Aina. Okay. Dann ist diese Folge komplett im... ja, im Sinne... Wie sagt man das? Der Einzigkeit. So, das mit den Sheep, das dauert ja eh wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit, weil ich muss dann immer wieder mit den Leuten reden und so weiter. Und ja, ich habe mir das jetzt schon angewöhnt, wenn die nichts Wichtiges haben, dass ich tatsächlich mit denen so rede, auch wenn die Aufnahme nicht an ist. Aber es ist trotzdem doof, weil manchmal sagen sie nämlich, also meistens sagen sie eigentlich was, was niemanden interessiert und manchmal sagen sie was, was dann halt auch zur Familie gehört und so und also was über die Familie gesprochen wird und ja, es ist dann halt doof, wenn man es nicht aufnimmt. Hallöchen, ich habe deine Bitte erfüllt. Hast du die Einzigkeit erfahren? Ich fand sie im Gespräch mit Leuten, ich habe sie gefunden, als ich deinen Ausguck bewunderte. Im Gespräch mit Leuten, ich weiß nicht, eigentlich im Hausbau würde ich jetzt sagen, aber das steht hier nicht drin. Ja, ich sag mal, ich fand sie im Gespräch mit Leuten. Wir haben eine gemeinsame Einzigkeit. Freude. Um unser gemeinsames Einssein zu feiern, solltet ihr diese Fische nehmen, die ich gesammelt habe. Wenn du Probleme hast, dir Namen für sie auszudenken, würde ich Jill vorschlagen. Wie ist es so zu schlafen? Den meisten Menschen schien es zu gefallen, obwohl ich einmal einen Mann traf, dem es anders ging. Er sagte, er könnte die Bilder nicht ausstehen, die sein Verstand im Schlaf produziert. Am Ende hatte er sich so verändert, dass er nie mehr schlafen musste. What? Das möchte ich auch. Der Tag hat viel zu wenig Stunden. You are done with your face flapping. Oh Gott. Muss mal ganz schnell. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Oder? Sah doch ein bisschen weiter aus. Ich muss mal ganz schnell, weil ich das gerade gesehen habe, dass die jetzt gerade hier draußen sind. Schauen. Die ist ein bisschen verbuggt hier, ne? Schauen wegen den Sachen. Ich hatte doch noch irgendwas. Nee, das war das jetzt nur beim Angeln, glaube ich. Das Rezept haben wir jetzt soweit umgewandelt. Nee, haben wir nicht umgewandelt. Das haben wir aber noch hier drin. Okay. Aber stand, glaube ich, rechts drin, dass wir das jetzt machen können. Gemäß dem Fall, dass wir das jetzt einmal machen müssen und danach nochmal mit ihr sprechen können, das wäre natürlich dann auch noch eine Idee. Dann haben wir Kimflossen, ganz viele gefangen, also ich offline eben. Man sieht sie aber nicht, sie sind hinter dem Schleier eines weißen Papieres versteckt. Ich weiß nicht warum, im Moment sind sie irgendwie ein wenig verbuggt. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass da die Entwickler Bescheid wissen und dass wir dann bald, genauso wie hier oben, wieder unsere Kimflossen sehen können. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Steuerrad habe ich auch noch gefunden, ja, das Relikt...
Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, kann ich ihm das nicht schenken oder so? Aber er ist jetzt, Moment, er ist jetzt abgehauen, oder? Mist. wo ist er denn jetzt hingegangen? Oh, ist der schon weit weg? Wo ist der? Ach da, aber er schläft gerade. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, wir durchsuchen mal hier vorne die Gegend. Ich kann es wieder nicht markieren, weil sowieso schon ein Fähnchen dran ist. Okay. Da können wir nochmal hoch. Dann hoffe ich mal, dass wir da gut hinkommen. Weil ich denke mal, die Gegend durchsuchen können wir ja auch... offline wollte ich gerade schon sagen. Können wir ja auch machen, ohne dass die Leute wach sind. Hoffe ich zumindest. Moment, ist das jetzt... Nee, ich wollte gerade schon sagen. Das ist doch nicht hier. So, können wir... Nee, wir müssen gar nicht mal hier drüber fliegen. Sondern wir können einfach drüber springen. So, und jetzt habe ich ein Problem. Wir haben wieder Kupfer gefunden. Das heißt, ich müsste mir nochmal eben Kupfer holen. Mittlerweile mache ich es eigentlich immer so... Ach, da ist schon der Nächste. Der klaut mir hier die Stelle. Ich wollte gerade noch sagen, mittlerweile mache ich es eigentlich immer so, dass ich gucke, ob andere Leute auch dran sind. Wobei, ihn habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der hinterm Baum war oder was. Ja, was soll ich denn hier machen? Durchsuche die Gegend. Hat das jetzt was mit dem zweiten Rätsel zu tun oder nicht? Weil wir waren ja schon mal hier. Ich kann mich jetzt gerade spontan nicht dran erinnern, dass wir nochmal hier hin sollten. Also ich klicke das hier mal kurz an. Ich weiß jetzt nicht, ihr könnt das gerne lesen. Aber ich denke mal nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, was da drauf steht. Da ist was. Habe ich denn irgendwo... Schwimmendes Relikt ist sogar die Hauptstory, okay. Ich habe eigentlich gar keine Quest dazu. Es sei denn, es hat irgendwas mit dem zweiten Rätsel jetzt hier zu tun. Das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt total. Ich denke mal nicht, dass das jetzt hier außerhalb liegt, oder? Weil wir sind hier doch schon mal rumgelaufen. In Auftrag von dem... Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der so aussieht wie ein Vampir. Ach so, ja, da brauche ich wieder eine Gedenkkerze für, okay. Und das haben wir dann ja gemacht, ne? Dann haben wir hier Gedenk gezollt, genau. Respekt gezollt, so. Aber ich wüsste jetzt nicht, was... Ich wüsste noch nicht mal, wonach wir jetzt hier gerade suchen, ehrlich gesagt. Wo kommst du denn jetzt hier eigentlich her? Aber ich denke nicht, dass wir den fangen sollen, oder? Okay, das war einfach. Nee. Hätte ja sein können, dass der jetzt plötzlich hier, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was wir jetzt hier nachschauen sollen. Da, ja gut, da unten der Bereich, da könnte man auch nochmal hin. Aber... Das ist wahrscheinlich eher so... Naja, hier ist schon direkt der Außenbereich. Ich weiß echt nicht, wofür das jetzt sein soll. Rembrandts Beach. Ich bin gerade am Überlegen. Hier drunter, meine ich, war doch auch das Schmugglerversteck, wenn mich nicht alles täuscht. Sollen wir denn ins Schmugglerversteck rein? Da kann ich jetzt natürlich auch nochmal gucken. Ich meine, das war hier, oder? Das war ein Stück weiter runter. Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen mal nach. Oh, ganz, ganz wichtig. Haben wir hier noch eins davon? Hier haben nur die anderen Blumen. Ich weiß nicht, was wir hier alles noch mitnehmen können. Das ist das Problem. Ich meine, Kupfer kann ich auf jeden Fall mitnehmen, aber... Ich weiß nicht, was wir sonst noch mitnehmen können. Was ist denn jetzt hier... War das ein Stück runter? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ah ja, doch, es war hier.
So, mal schauen. Vielleicht ist das ja auch des Rätsels Lösung. Ist hier irgendjemand Neues drin oder so? Liegt das da dran? Ich weiß nicht, was mit der Kasse ist. Da habe ich übrigens den Tipp bekommen, dass man dann von der anderen Seite rangehen muss. Aber die ist im Moment auch nicht aktiv. Also anscheinend hat das wohl doch nichts damit zu tun. Tja. Das kennen wir ja schon alles hier. Den Fisch könnte ich doch hier eigentlich auch mal eben verkaufen, oder? Machen wir das doch mal eben. Na. Vielleicht wisst ihr das ja. Ich war die ganze Zeit schon überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man mehrere Gegenstände markieren kann. Also zum Beispiel jetzt eine ganze Reihe, wenn wir da jetzt nur Fisch drin haben oder so, dass man die markieren kann, damit wir die alle dann verkaufen können auf einen Schlag. Die Fische könnten wir noch verkaufen. Ja. So, und den Rest lasse ich mal drin. Wir müssen auch noch das Rätsel mit der Pralinenschachtel machen. Aber ich glaube, das geht erst, wenn man dann eine andere Beziehung hat mit denen oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, wer ist denn überhaupt noch wach? Moment, wieso ist sie jetzt wieder da? Hä? Vielleicht war sie ja nur kurz weg, Pinkelpause oder sowas. Ich weiß es nicht. Weil eben... Ach so. Die sucht sich gerade neue Möbel aus, oder? Nein. Nein. Du blöde Kuh. Du warst doch gerade nicht am Schlafen. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Ich habe nur dieses... Aber da... Nee, sie hatte definitiv noch keine Zs dran. Sie hat nur das Häkchen dran gehabt. Och, Menno, kann man hier nicht einmal irgendwas zu Ende machen? Kenley, der schläft auch schon. Da muss ich auch nochmal hin. Was ist denn das da drunter? Probieren wir es mal da. Aber ich glaube, der geht jetzt auch gerade ins Bettchen. Obwohl, nee, Moment, der kommt gerade von da, ne? 4 Uhr morgens. Der müsste doch eigentlich jetzt um die Uhrzeit aufs Feld gehen oder so. Schauen wir mal. Müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Ah, zumindest sie. Ja doch, ich glaube, er kommt mir wirklich auch entgegen. Stopp, Auni, bleib stehen. Ah, also, willst du etwas von dem neuen Zeug kaufen, das ich von den Bugscouts bekommen habe? Ich glaube, es wäre gut für mich, wenn ich sie schnell loswerden könnte. Sie haben eine Menge Kartons geschickt. Meine Mutter wird ausflippen. Okay. Klebrige Rauchbombe, genau, die wollte ich noch kaufen. Ich wusste, ich habe irgendwas im Kopf gehabt, dass wir jetzt nochmal zu dem müssen. Sehr, sehr geil. Ja, Insektarium, das kriegen wir dann erst später. Aber ich bin ja schon fleißig am Leveln. Es wird. Sag meine Eltern nichts davon, aber manchmal verschicke ich Scherzbriefe. Ich habe zum Beispiel Esche von der Bahari Home Inspektion Board eine Anfrage geschickt, ob ihr Herd funktioniert. Als sie das sagte, schrieb ihr die Kontrollbehörde zurück und sagte ihr, sie solle ihm einen angemessenen Lohn zahlen. Okay. Gotta head home soon. Moment, er ist das. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich glaube, er macht sich doch... Ah ne, er kann sehr eigentlich gar nicht ins Bett gehen. Wir haben jetzt gleich 5 Uhr. Oh, ich möchte auch endlich mal diese blöden Apfelbäume machen können. Kann ich aber nicht, weil ich noch nicht Level 10 bin. Let's do our best. Wenn du mich öfters besuchst, muss ich anfangen, dich meine beste Sprosse zu nennen. Wie kann ich... Okay, wie kann ich bessere Feldfrüchte anbauen? Wenn ich jedes Mal einen Nickel bekäme, wenn ich zum Gemischtwarenladen gehen müsste, um Dünger zu kaufen. Ich wäre immer noch pleite, denn Zeki verlangt langsam viel mehr als einen Nickel für Qualitätsdünger. Zum Glück habe ich den besten Dünger der Stadt, selbst gemacht, mit freundlicher Genehmigung von Butterball. Das nicht als dieser Viecher? Ich werde es in meiner Gärtnerei für Sie verkaufen.
Das ist nett, ja. Aber die mache ich mir selber. Obwohl, nee, doch, Quality Up, die mache ich mir auch selber. Jetzt bin ich allerdings gerade am Überlegen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, weil ich irgendwas anderes kaufen wollte. Also dringend kaufen wollte. Gut, das Sägewerk hätte ich auch gerne. Aber das ist nicht ganz so dringend. Immer noch nicht ganz so dringend. Die Gießkanne habe ich mir jetzt sagen lassen, dass die wohl sehr gut sein soll. Holds more water. Und da ich jetzt aufstocken möchte, denke ich mir mal, wäre das auch ganz gut, wenn ich die tatsächlich jetzt einmal mitnehme. Weil ich würde gerne noch zwei Erde dazu kaufen. Ich möchte mich ein bisschen erweitern, damit das halt auch ein bisschen schneller geht, mal mit dem Alright, Leveln. I'll leave you to it. Ja, genau. Da hinten können wir jetzt noch mal kurz mit ihr reden. Come here and give me a hand, won't you? Die Jungs sagen mir immer, ich soll eine Pause machen. Ja, das hat sie schon mal gesagt. Oh. Ich liebe meinen Mann, aber unter uns gesagt sind seine Versuche, die Stimmung aufzuheitern, manchmal ein wenig anstrengend. Ich meine, können wir uns nicht ein einziges Mal ernsthaft unterhalten? Wenn wir die Augen vor unserer schwierigen Lage verschließen, geht sie auch nicht von alleine weg. Ja, das. I need a wee bit of rest at the moment, dear. Das ist nicht ganz unrichtig. Mit dir muss ich auch noch mal kurz reden. Great day for a run. Komm noch mal bei der Farm vorbei. Ist das nicht die, wo ich gerade draufstehe? Anscheinend ist Auni schon dabei, Zeitungen auszutragen. Mama wollte ihm etwas sagen, aber das muss wohl warten, bis er wieder da ist. I'm always here to help. Ja. Dann würde ich sagen, kriegen wir das noch mit, Jana? Ach ja, ich habe ja eben die Fische verkauft. Ich habe ja jetzt eh wieder wesentlich mehr Platz als vorher. Was war eigentlich hier? Da kamen wir doch durch die Tür durch, oder? Weil wir müssen nee, die Tür. Doch, die hier, da kamen wir durch, aber wir müssen quasi die dahinter öffnen, oder wie war das? Wollte ich noch mal kurz gucken. Und warum steht sie jetzt hier? Hä? So, das Problem ist. Vampirfisch. Moment, ich hatte mir aufgeschrieben, da muss ich jetzt mal eben gucken. Ich habe nämlich was gefunden, weil ich fand das so komisch. Nee, das ist Vampirkrabbe. Vampirkrebs ist das übrigens, was ich gerade gesehen habe. Das ist das einzige mit Vampir, was ich gefunden habe. Die Vampirkrabbe. Kann natürlich sein, dass die früher mal anders hieß. Dass die. Nein, ihr wollt mich. Habe ich das ernsthaft nicht gesehen? Oder ich habe es wieder vergessen in der Zeit? Ich meine, es sind jetzt wieder, weiß ich nicht, ein paar Wochen, eine Woche oder so her, seitdem ich das hier gemacht hatte. Found around the Fluted Fortress. Ich weiß nicht, was Fluted. Aber das stand hier, glaube ich, auch drin bei dem. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Überflutete Festung. Bei der Vampirkrabbe. Ja, dann haben die bestimmt den Namen irgendwie geändert. Oder es wurde vielleicht mal vom Englischen übersetzt oder so. Vielleicht war das auch eine Seite, die automatisch übersetzt worden ist. Das weiß ich nicht. Rochen der Leere. Och, das steht ja echt überall drin. Ist das euer Ernst? Ja, ich würde sagen, dass ich dann hier tatsächlich mal alles abschreibe, was wo drin ist. Es ist jetzt im Prinzip nur das Erste. Aber die anderen konnten wir uns auch schon angucken. Nee, konnten wir uns noch nicht angucken. Hä? Konnten wir wirklich nur das Erste angucken? Na gut. Also ich würde sagen, ich schreibe mir das jetzt mal eben kurz ab. Wo man die ganzen Tiere findet. Wobei Gartengottesanbeterin, hatte ich die nicht schon mal? Scheiße. Ich glaube, die habe ich mal verkauft. Ich schreibe mir das kurz ab, wo ich die alle finde. Und dann werde ich euch gleich wieder hinzuschneiden, wenn ich mich auf dem Weg nach Hause mache. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich erst, wenn ich dann wirklich wieder zu Hause bin, damit das Video nicht ganz so lange dauert. Weil da möchte ich euch nämlich noch kurz was zeigen, bevor ich die Folge beende. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich schau mal eben, was wir hier noch wegtun können. Ja, wenn das mal weggehen würde, könnte ich auch mal gucken. Genau, wir können da jetzt. Oh, sehr gut. Wir können noch mal ein neues machen. Und wir haben auch schon wieder Nachrichten. Die sollten wir uns vielleicht mal kurz durchlesen. Stop by the farm. Okay, das haben wir quasi schon gemacht.
Das haben wir im Endeffekt auch schon gemacht. Hekla hat mir einen behelfsmäßigen Kleiderständer geschenkt. Sehr schön. Vielen Dank, Hekla. Dann, Rev, möchtest du deine Fähigkeiten auf die nächste Stufe helfen? Triff mich um Mitternacht im ältesten Teil des Waldes. Welchen Waldes? Und ich werde meine Geheimnisse teilen. Oder du triffst mich einfach während der normalen Arbeitszeiten im Gasthaus. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Du weißt, was auch immer für dich funktioniert. Es ist nur ein Pfannengericht. Okay. Dann einer. Would you like to build a... Ja, das haben wir schon geholt. Das wollen wir auch alles machen. I'm surprised. Ja, neues Rezept für neuen Pfeil. Oder hat er jetzt gerade Bogen? Ich weiß nicht, ich habe es zu schnell weggeklickt. Können wir auch noch bekommen. Ah, ein Kompass. Ich kann den Kompass freischalten. Oh mein Gott, das machen wir auf jeden Fall im nächsten Teil. Hodari. Oh, ganz, ganz wichtig, Hodari. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich es mich macht zu sehen, wie jemand anderes die Axt in die Hand nimmt und so gut auf Nahrungssuche geht wie Sie. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, was das mit Nahrungssuche zu tun haben soll. Wenn Sie später Zeit haben, schauen Sie doch mal vorbei. Vielleicht habe ich was Besonderes geplant. Also, Hodari und Ashura, ganz wichtig. Was haben wir denn hier? Eine Perle. Die Perle der Weisheit. Okay. Öffnen Sie mehr Austern, um die Chance auf andere Perlenfarben zu haben. Ja, und damit habe ich dann gerade was festgestellt. Nämlich habe ich ja gerade die Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe sie mir abfotografiert. Und ich, Idiot, zum Nachhinein natürlich habe ich da nicht mehr dran gedacht, weil das ist einfach zu lange her jetzt. Anglergebräu hätten wir schon lange reintun können. Hydrat pro Dünger. Glaube ich, können wir kaufen. Bräuchten wir 5 Stück von. Muss ich mal gucken, ob wir die wirklich kaufen können. Wenn ja, würde ich, wenn es nicht zu teuer ist, 5 davon holen. Gartengottesanbeterin. Die müsste ich rein theoretisch auch schon etliche Male gefangen haben. Und ganz, ganz doof. Die grüne Perle hatten wir schon mehrere Male. Klar, die bringt natürlich viel Geld. Aber wenn ich eine davon brauche, um bei so einer Quest weiterzumachen... Ist ja wohl klar, dass ich die dann noch rein tue. Und die Streifenhausschnecke, das ist diese lilane, die man immer am Strand findet nachts. Die hätte ich auch schon lange reintun können. Also das sind, ja, einige Sachen dabei, wo ich nicht dran gedacht habe und die ich echt schon längst hätte reintun können. Happy Customers, okay. Hassian. Hat er mir nicht eben auch schon was geschrieben? Wieder was mit dem Bogen? Ich glaube, den habe ich einfach zu schnell zu schnell gelevelt. I'm guessing you have all smelt it properly. Okay, also da müssen wir sowieso noch hin. Also ist das alles nicht so schlimm. So, ich würde jetzt aber sagen, wir haben 10 Uhr morgens, dass ich jetzt die Folge hier erst einmal beende. Ich werde nebenbei nochmal ganz schnell rumwuseln und mal eben gucken, was ich hier noch habe. Achso, diesen Hydratdünger habe ich noch nicht, genau. Die habe ich gesucht, genau. Weil ich nämlich mein Werkzeug nochmal reparieren sollte. Sonst werde ich wohl bald ein Problem mit meiner Spitzhacke haben. Wir können noch ganz schnell, wenn ich denn alle Zutaten habe, das weiß ich jetzt gerade nicht, noch ganz schnell die Gießkanne machen. Oh ja, da brauchen wir die normale Gießkanne für 20 von den Splintholz und 5 Kupferbarren. Haben wir. Wunderbar. Weil dann kann ich die nämlich auch direkt quasi in der nächsten Folge dann benutzen. Ist jetzt natürlich nicht ganz aufgeladen, aber ist ja nicht schlimm. So, dann können wir das wieder reintun. Die muss ich gleich noch benutzen. Steuerrad haben wir jetzt schon festgestellt, sollten wir dann lieber auch reintun. Und die Erde, die werde ich dann auch nochmal benutzen. Das kommt da rein. Und nochmal eben. Nee, das ist Eisen, da habe ich nichts mehr von. Hier habe ich noch Kupfer. Ich kann die Sachen halt alle nicht mehr in meine Truhe reintun. Ich habe mittlerweile, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das jetzt aufgenommen hatte. Ich habe nämlich mittlerweile hier ein Sicherheitslager gebaut. Falls ich das vergessen hatte aufzunehmen, den entsprechenden Entwurf gab es bei Tisch, glaube ich, war es.
Also auf meinem in meinem Blog, da steht es genau drin und richtig drin, wo ich sie habe. Ich meine, es wäre Tisch gewesen, die mir das diesen Entwurf verkauft hat. Bringt uns nicht allzu viel. Ja, ich würde das gerne mal umwandeln. Also ich habe so verstanden, dass die leichteren Sachen hier vielleicht besser aufgehoben sind. Das heißt, ich würde es gerne mal so umwandeln, dass ich da Kochutensilien reintue. Und das dann irgendwie neben meine Kochstelle stelle, denke ich mir mal. Kann man hier irgendwo in die Beschreibung, sieht man leider nicht mehr. Ah, zum Hauptlager wechseln. Ach, dann kann ich da, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe zwar hier dieses Symbol gesehen, aber mehr noch nicht. Dann kann ich, egal an welcher Kiste ich stehe, ich denke mal bei den anderen funktioniert das auch, einfach hier drauf drücken. Wunderbar und kann wechseln. Ja, sehr, sehr geil. Aber wir haben sehr viel noch vor und der Tag ist ja auch schon wieder bald vorbei mit 11 Uhr morgens. Schlimm ist es wirklich hier, weil das alles viel zu schnell vergeht. Ich mache hier mal einen schnellen Cut, bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und alles, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.